In diesem Viertel der irakischen Kleinstadt Jubur weht noch die irakische Flagge. Jubur liegt 100 Kilometer nördlich von Bagdad. Seit 3 Monaten verteidigen sich die Einwohner zusammen mit Polizei und Regierungssoldaten gegen die sunnitische Dschihadistenorganisation Islamischer Staat. Obwohl wir so wenige sind und nur einfache Waffen haben, konnten wir ihren Vormarsch aufhalten und ihnen materielle und menschliche Verluste zufügen. Ich glaube, das ist der Beginn für die Befreiung des restlichen Iraks. Jubur ist benannt nach dem sunnitischen Stamm in der Gegend. Anders als in anderen Regionen ziehen hier alle religiösen und ethnischen Gruppen an einem Strang. Wir verteidigen hier unser Zuhause. Unterschiede zwischen Sunniten und Schiiten oder anderen gibt es nicht. Die Dschihadisten haben in Jubur Selbstmordattentate verübt. Mehrere Zivilisten wurden getötet. Viele Gebäude sind beschädigt oder zerstört. Die Gegner der Dschihadisten hoffen, dass die Luftangriffe des Westens die Extremisten schwächen werden. Eine Eroberung ihrer Stadt, so sagen sie, soll es nur über ihre Leichen geben.